Im Winter geht es für Harald Behnert an den Uferbereich der Trave. Da ist noch Eis unten drin, ne? Trockene Kälte, das ist bestes Erntewetter. Mit seinem Sohn Hendrik ist er seit Tagen im Naturschutzgebiet Schellbruch in Lübeck unterwegs, um das begehrte Reet zu schneiden. Mit der Maschine geht das relativ zügig. Und leider sind die Flächen weniger geworden. Nur 2/3 seiner gepachteten Flächen darf er ernten. Eine Naturschutzmaßnahme, die eigentlich nicht nötig ist, findet der Landwirt. Denn durch das Schneiden wachse das Reet sogar kräftiger nach. Dadurch gäbe es mehr Nahrung und Brutplätze für verschiedene Vogelarten. Irgendwie ist es wohl heute überall schon gang und gäbe, dass man das, was mal gut gelaufen ist, irgendwie, ich weiß nicht warum, aber immer wieder verändern muss. Das Erntefahrzeug, eine Eigenkonstruktion. Die speziell angefertigten Reifen sind optimal für den aufgeweichten Untergrund im Uferbereich. Noch vor wenigen Jahren gab es starke Konkurrenz. Billigeres Reet aus Osteuropa sorgte für Absatzprobleme. Doch seit dem Krieg in der Ukraine ist die Situation anders. Ich finde, diese Krise ist schlimm, aber für uns eben hat das schon den Vorteil, dass die Nachfrage groß geworden ist oder größer geworden ist und ich mir eigentlich seit einem Jahr über Absatz des Reetmaterials überhaupt keine Sorgen machen muss. Die Arbeit auf der Maschine ist mühsam, meist bei klirrender Kälte, denn Reet schneidet man nur im Winter. Wenn man eine längere Zeit da drauf steht, dass das auch irgendwann in die Muskeln auf jeden Fall geht, das ist jetzt nicht so ein leichter Beruf oder Job, sage ich mal. Es ist ja auch kalt und meine Muskeln tun schon echt nach einer Zeit sehr gut weh. Vor 50 Jahren war die Ernte sogar noch anstrengender. Du musst hier oben festhalten und du musst aufpassen, dass dieses Messer nicht nach oben wegzieht, sonst schneidest du dir die Finger kaputt. Und du musst hier möglichst schräge halten und ziehst es dann zu dir hin. Und du musst aber aufpassen, dass das Messer nicht nach oben zieht. Also genau an diesen Stellen habe ich mit meinem Vater immer am ersten Weihnachtstag gerne so 20, 30 Bunte geschnitten. Das war irgendwie so Tradition. Das haben wir gemacht, solange er noch konnte. Und dann haben wir ein paar Bund mit der Hand geschnitten. Und so habe ich das auch gelernt. Reet ist ein Baustoff mit Zukunft, sagt Behnert. Der Anbau ist zudem an vielen Orten in Schleswig-Holstein möglich. Regional, nachhaltig und unter anderem ein natürlicher CO2-Speicher. Eine weitere Eigenkonstruktion, die Reinigungsmaschine. Damit das Reetdach am Ende gut aussieht, müssen kurze und abgebrochene Halme entfernt werden. Hier haben wir mal ein fertiges Bundreet. Dieses Bund wird also so naturbelassen, als Reetmaterial eben auf das Dach gedeckt und soll dann seine 20 bis 50 Jahre gerne das Dach schön trocken halten und vor Regen schützen. Harald Behnert ist aktuell der einzige Reetbauer an der Trave, doch er ist zuversichtlich, nicht der Letzte zu sein.